Hey Leute, hier ist das Sirs und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von GGC vs. Pros. Und heute seht ihr ein Gameplay vom lieben Snipemare auf der Map Oasis Team Slayer gegen Ninja und APG. Und das Gameplay geht nicht so lange, ich glaube nur 6 Minuten oder so. Und das passt mir eigentlich gerade ziemlich gut, denn ich will heute über so ein eigentlich nur kurzes Thema reden. Und zwar erstmal will ich ein bisschen so rückblickend auf das Jahr 2011 bezogen auf unserem Kanal reden. Und dann eben nochmal aufs kommende Jahr, also 2012, was wir alles so vorhaben und blablabla. Gut, fangen wir an. Also, den Kanal German Gamer Clan 49 gibt es jetzt circa ein Jahr lang. Und ja, am Anfang, wir haben eben eine Montage rausgebracht. Wir haben mit SWAT Kills und Sniper Kills, also in SWAT und Team Snipes, und ja, die war jetzt nicht so, also für uns damals fanden wir es natürlich übertrieben geil. Und irgendwann haben wir uns eben überlegt, nach der dritten Montage haben wir gedacht, ja gut, langsam könnten wir auch mal was anderes machen, denn wir hatten jetzt so, glaube 40, 50 Abonnenten, und da habe ich gedacht, ja gut, die werden uns sowieso alle deabonnieren, wenn wir so selten Videos rausbringen, machen wir doch mal was Neues. Und dann haben wir überlegt und dann haben wir mit Commentaries angefangen. Und wenn ihr euch heute mal unser erstes Commentary anguckt, das ist so, ach scheiße, sage ich einfach mal. Also was wir da gelabert haben, ist total. In einem wurde irgendwie über Mango-Eis geredet, ich habe keine Ahnung. Und ja, aber ich denke, das ist jetzt alles ein bisschen besser geworden. Wir labern jetzt nicht mehr so viel Scheiße. Und ja, von 0 auf 100 Abonnenten hat es ziemlich lange gedauert. Auf 100 zu 200 eigentlich gar nicht mehr so lange. Es ging eigentlich ziemlich fix. Und jetzt haben wir gerade 251 Abonnenten. Und ich muss sagen, das ging jetzt auch schnell. Natürlich hat uns der Tyler so ein bisschen gepusht, aber und wir hoffen natürlich auch, dass es weiterhin so bleibt, dass wir immer mehr Abonnenten bekommen. Das fand ich schon ziemlich cool. Und wir haben uns jetzt mal so überlegt, gut, was wollen wir jetzt alles nächstes Jahr so erreichen? Und da haben wir gedacht, eine realistische Zahl von Abonnenten wäre circa 1000. Ich habe jetzt keine Ahnung, in welche Dimension das jetzt gehen wird, oder gar keine Dimension, keine Ahnung. Ich könnte es mir einfach nur vorstellen und ein paar andere auch, denn es geht jetzt immer mehr und wir bringen immer mehr Videos raus. Und es wäre eigentlich schon eine coole Sache. Also entweder, also 1000 würde ich schon gerne erreichen wollen. Das finde ich eine schöne Zahl so. Und da kommen wir direkt gleich zum nächsten Thema, zu den Videos, was wir das nächstes Jahr machen werden. Also SECs werden wir auf jeden Fall behalten. Dann, was ich geplant habe, sind ein paar Duels. Einmal mit dem Tylo, einmal noch mit einem COD-Kommentator. Da wollen wir so ein bisschen darüber reden, so, ja, Unterschied zwischen Halo und COD-Kommentatoren und Szene, blablabla, keine Ahnung. Und ja, genau, dann habe ich noch überlegt, ein Clan War wollen wir aufnehmen. Das heißt, dass ihr irgendwie hört, wie wir Call-outen und natürlich eben mit dem Gameplay dazu, dass ihr euch das alles so ein bisschen besser vorstellen könnt. Dann habe ich mir gedacht, wir machen vielleicht mal so eine Reihe. Auf jeder Map einmal besprechen wir so die Setups und wo wer zu stehen hat, damit man am besten die Gegner eben gut killen kann, und die so ein paar Taktiken besprechen, blablabla. Und dann will ich nochmal irgendein Clan War hochladen, wieder dreiteilig, wo wir dann wirklich richtig krass aus Gameplay eingeben. Das heißt, genau was wir gerade gesagt haben, was wir abgesprochen haben, was wir uns bei dem gedacht haben und so weiter. Und das wäre, glaube ich, eine ganz coole Sache auch. Nur jetzt zu den Commentaries. Die will ich auf jeden Fall weitermachen. Der Max hat auch richtig Bock drauf. Ich natürlich auch. Und ja, das einzige Problem ist eben die Themen. Also entweder wir nehmen jetzt eine MLG-Runde, die dauert circa 12 Minuten. Und 12 Minuten bei uns jetzt auszufüllen, dauert eben schon ein bisschen. Ist jetzt nicht, also wir wissen jetzt nicht genau immer, was wir so für Themen ansprechen sollen. Also wir wollen uns natürlich immer schon auf Halo beziehen, aber das kann man eben auch nicht immer machen. Also als wir zum Beispiel über das YouTube-Design gesprochen haben und wir haben das Gameplay eben Commentary genannt, da haben sich dann schon ein paar aufgeregt, dass wir das Commentary genannt haben und dann nicht über das Gameplay gesprochen haben. Das kann ich auch verstehen, aber wir lernen da draußen, wir werden die anderen eben anders nennen. Und ja, wir wissen wirklich nicht so genau, was euch interessiert, deswegen fände ich das cool, wenn ihr einfach alles, so alle Themen, also die ihr
gerne mal hören wollt, was wir dazu sagen, entweder uns per Nachricht schreibt oder eben unten in die Kommentare rein. Das ist mir eigentlich egal. Und ja, das wäre ziemlich cool. Auf jeden Fall, was haben wir noch geplant? Eine Community-Montage, die kam letztes Jahr richtig gut an. Haben wir uns gedacht, machen wir noch eine. Wenn es soweit ist, kommt auf jeden Fall ein Video raus. Ihr werdet das nicht verpassen. Mal sehen, also entweder wird es so sein, wir machen eine, wo dann egal MLG oder normal online Sachen drankommen können, also Clips. Oder wir machen eine getrennte, eine MLG und eine mit normalen Clips. Oder wir machen eine nur MLG. Aber das wäre eben ein bisschen schade eigentlich, weil die Leute, die dann eben nicht so viel MLG spielen, allerdings trotzdem coole Kills machen, die hätten dann eben auch eine Chance reinzukommen, nicht, dass die dann so ausgeschlossen werden oder so. Weil ich denke eigentlich, jeder sollte drankommen, außer jetzt so Living Dead Clips oder sowas. Das finde ich immer ein bisschen ranzig, das sich anzusehen. Ja gut, also wenn ihr auch generell Video-Ideen habt oder sowas, schreibt das einfach alles in die Kommentare oder sendet uns eine Nachricht. Weil wir wissen gerade echt nicht so über Themen und neue Sachen Bescheid. Und wir sind natürlich immer offen für neue Ideen und sowas. Und ja, schreibt es einfach rein, dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.